Hallo, ihr Lieben. Ja, heute habe ich noch ganz eine dringende Botschaft für euch, was so wesentlich ist. Und ich mache es kurz. Und zwar, es geht, du kannst Heilung aktivieren. Du hast die Gabe und die Begabung, bei jedem Menschen Heilung zu aktivieren. Okay, aber wie? Ohne Methode, nicht an irgendwelchen Produkten oder von Produkten abhängig zu sein. Oder Maschinen und so. Das meine ich nicht. Genau hier fängt das an. Und zwar, ich sage dazu immer im Energiefeld heilen. Aber das Energiefeld ist auch da auch, ja, ich lasse es mal so stehen, weil ich kriege das so, also es kann ja alles irgendwie interpretiert werden. Es geht aber jetzt dann darum, nicht die Energiefelder zu analysieren, sondern was glaubst du? Glaubst du das, was du hörst, was du predigst, was du anderen weitergibst, dass alles möglich ist, dass es Möglichkeitsbewusstsein gibt, das Erfüllerbewusstsein, das Heilungsbewusstsein und dass du Macht und Kraft hast? Glaubst du dran oder nicht? Glaubst du an etwas, an das Göttliche in dir, an das Göttliche, wie auch immer du es nennst, oder zu was du dich bekennst? Glaubst du dran oder ist es eine leere Worthülse oder ein Teilglaube oder naja, ja, so. Ich gebe auch immer so weiter, das mit dem Körper, mit den Atmen, was mit sich in Kontakt zu gehen und wirklich so diese Lichtkommunikation, diese Liebeskommunikation. Ich sage immer auch von der Sonne, die Sonne ist also das Christusbewusstsein. Aus dem heraus wirken zu lassen, in sich, mit sich verbunden zu sein, mit dem Göttlichen und mit dem höheren, großen Göttlichen, mit der Quelle allen Seins oder wie du das auch nennst. Folgendes: Wirklich, wirklich, wirklich. Lass das jetzt mal wirklich auf dich wirken, ohne etwas zu urteilen oder davon zu laufen. Und beobachte dich auch, dass du auch nicht in die Arroganz hineinrutscht. Ja. Das ist damit nicht gemeint. Es kommt auf dich eine Nachricht zu, ein Mensch braucht deine Hilfe, deine Unterstützung, wie auch immer. Und du bewertest dann das vielleicht, also, das kann ich nicht, ich muss da erst ein Heilseminar machen, ich brauche jetzt das Produkt. Ich habe einmal gehört auch von einer, na, ich kann jetzt dann das nicht machen, ich brauche dann so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Da gibt es so mal so Klingelt aus dem indischen Bereich. Das sind zwei so Glöcken und da kann man so mit, kann man so bimmeln. Und sie braucht das. Ohne dem kann sie nicht in die Meditation gehen, hineinfühlen. Die schauen, um was es geht, sich da hineinfallen lassen, mit dem anderen zu sein und ihnen das Wort, die Heilmethode, das Wort geben lassen, die Heilmethode auch. Und um das geht's. Ja, um das geht's. Und das ist wirklich so einmal eine wirklich geniale Verständnis, eine Kommunikation des Göttlichen, sagen wir es nicht mehr des Licht, ja, weil das ist ja kein in andere Wirksbereiche hineininterpretiert werden. Jemand kommt zu dir und du glaubst. Wenn du nicht glaubst, vergiss es. Ja. Und wenn du viel liest oder es liest, ja, bla bla, lass es dann sein. Und du glaubst daran und jetzt dann kommt jemand zu dir, eine Nachricht und jemand ist krank oder wie gesagt, braucht eine Hilfe in einer Situation und ist dramatisch, kann nicht. Oder es auch selber ist unglaublich, unglaublich, ja, und, im Unglauben und kommt auf dich zu. Jetzt hast du die Möglichkeit, ins Feld zu gehen, also in dieses geistige Feld, mit den Menschen hinzuschauen. Aha, um das geht. Du kannst in dem Feld ein Wort sprechen, das dir gegeben wird. Du kannst mit einem Menschen im Feld sprechen, mit einer Situation sprechen und es geschieht. Es geschieht durch deinen Glauben auch für eine andere Person. Die Heilung ist vollbracht. Und das hat ein Ergebnis sofort in der Welt, in der Materie. Ja, sofort, wenn es so um etwas geht.
Ein Beispiel, mich hat eine Großmutter mal angerufen, die bei mir die Heil-und-Ich-Kommunikation gemacht hat und erzählt, dass es, sie hat kein gutes Gefühl, wie ihre Enkeltochter geht es nicht gut. Ja, die Eltern sind mit ihr in medizinischer Behandlung und es steht eine Operation davor. Und ja, ich habe gesagt, ja, okay, ich werde das jetzt fertig erzählen, dann erzähle ich, wie hier die Heilung geschieht, durch was, wie wichtig ihr seid, wenn ihr wollt. Oder sagt, na ja, geht mich nichts an. Ich muss zuerst eine Ausbildung machen. Wobei die Weiterbildung natürlich wichtig ist und das Weiterwachsen, damit man auch hier noch mehr ins Vertrauen kommt und den Glauben an sich und an diese Fähigkeiten, an die Gaben, an das, was ihr liest, was ihr so hört, auch stärkt und auch differenziert Unwahrheit von Wahrheit. Und ich habe dann gesagt, okay, und bin dann in die Stille gegangen. Also ich habe mir in dem Fall Zeit gegeben, es muss nicht immer so sein. Und habe dann geschaut, das Baby war dann sofort da. Ich bin dann mit dem Baby ins Gespräch gegangen. Also wir waren dann im Feld, ich nenne es halt in diesem Feld, miteinander und haben gesprochen. Und ich habe dem Baby, entschuldige, ich bin jetzt schon etwas heißer, bin auch vor dem Fenster gesessen. Und habe dann dem Baby gefragt, dieses Gespräch, von dem ich jetzt erzähle, entsteht aus dem Moment. Das kann nicht gemacht werden und nicht gelehrt. Keine Lehre kann es euch vermitteln. Das ist eben dieser Unterschied mit etwas, mit einem Informationen, mit Wissen, in eine lebendige Erfahrung zu gehen, eine lebendige Selbsterkenntnis, eine lebendige Heilkommunikation, Lichtkommunikation oder was auch immer, egal, ja. Und nicht einfach so im Außen etwas festhalten und vielleicht noch einen Zettel hernehmen. Ah, an das muss ich halten, das muss ich halten, das Gebet sprechen und weiter und so fort. Nein, ganz natürlich ins Gespräch gehen. Es wird euch gegeben, was ihr redet, was ihr fragt. Und das Baby hat dann halt Dinge gemacht und hat dann auch, nein, ich mag nicht mehr, mir reicht's, ich gehe, es ist ja niemand da. Also auch dieses trotzige Verhalten und ich habe dann weitergesprochen. Und daher braucht es dieses Erdbewusstsein auf der Erde, diese Persönlichkeitsentwicklung sehr wohl, weil wenn du im Feld mit jemandem sprichst und das Baby sagt, na, ich mag nicht und du reagierst drauf und es persönlich, nein, das will er nicht und tschüss, hallo, dann ist etwas daneben gegangen, denn dann fehlt hier ein Teil der persönlichen Entwicklung, dich besser kennenzulernen und anders zu kommunizieren und nicht und zu differenzieren, wie jemand spricht und aber aus dem Trotz und trotzdem eine Hilfe, deine Unterstützung anbietest und wirken lässt. Und zwar folgend, es war dann, ich habe dann mit dem Baby gesprochen, ich weiß es heute nicht mehr. Und dann zum Schluss ist er rausgekommen, okay, dann bleibe ich halt da. Und es ist aber auch versprochen, dass ich hier bin. Das heißt, das Baby kenne ich nicht, wir haben uns nie getroffen, die Eltern auch nicht. Aber ich bin einfach hier präsent im Feld. Das reicht in diesem geistigen, dieser geistigen, himmlischen, göttlichen Verbundenheit, auch ganz Erde und ganz Himmel, also mit beiden Beinen auf dem Boden hier auf der Erde. Und habe es dem Baby eben gesagt. Aber ich bin da und ich verstehe dich und ich höre dich. So, ja, das war's. Die Großmutter von dem Baby habe ich dann angerufen, habe ihr ein bisschen erzählt. Es ist normal nicht notwendig, darüber zu reden und zu erzählen. Ich habe sie ihnen erzählt, weil sie ja mich schon kannte, weil ich das auch bei ihnen aktiviert habe, auch weitergegeben habe und dadurch waren wir halt im Austausch. Ich sage, du, so und so war das und sage, jetzt einmal schauen, wie das Göttliche wirkt. Jetzt ist das Vertrauen, alles ist gemacht, gegeben, was hier war im Moment und jetzt lassen wir es so sein und bleiben im Vertrauen. Und das war's. Und am nächsten Tag hat sie mich angerufen und hat gesagt, die Eltern, die sind mit dem Baby ins Krankenhaus gefahren und die Ärzte haben gesagt, oder der Arzt, der operieren wollte, genau der Arzt, der eigentlich auf die Operation bestanden hat, und das muss sofort operiert werden und nicht später und was ich was alles, ja. Und die Eltern haben wirklich in Sorge waren, in Ängsten und so fort. Und hat dann gesagt, hat das Baby untersucht, sagt er, nein, wir operieren jetzt nicht. Schauen wir mal ein halbes Jahr später, wie sich das entwickelt, irgendeine Krankheit oder auch nicht, und ob dann noch zum Operieren ist und entscheiden dann neu.
Das hat genau der Arzt gesagt, der darauf bestanden hat und es gemacht hätte. Und wäre das nicht zu mir gekommen, diese Botschaft, ja, Fragezeichen. Das heißt, die Eltern haben nichts davon gewusst. Die müssten gar nichts irgendwie ans Göttliche glauben, da beten oder eine Heilkommunikation oder irgendeine Methode, eine Heilmethode, wo auch immer, was gelernt haben, gar nichts. Ja? Die Großmutter hat da reagiert, sie hat ein Wissen in sich und hat ihrem Bauchgefühl nachgegeben und hat mich angerufen. Es kann auch anders sein, dass... ich mache das einmal so, hat mich angerufen und gesagt, du, ja, so und so. Und ich sage, okay, ich schau mal. Und so ist das Wunder geschehen. Und die Eltern wissen es bis heute nicht und das ist nicht wichtig. Also, und das ist etwas, was so wesentlich ist. Ich sage nur deswegen, ich begleite die Menschen dorthin nicht, weil ich weiß, ich was alles, ja, da irgendeine Methode oder Lehre weitergibt. Nein, um genau diesen Glauben zu stärken, das Vertrauen und da auch diese Klarheit zu haben, wie kommuniziere ich dann, ja? Wenn ich keine Basis habe, kein Wissen habe, kein lebendiges Wissen habe, kein lebendiges Wort habe, kann auch derjenige, der die Nachricht kriegt, gar nicht kommunizieren, der hatte keine Ahnung. Der weiß nicht, wie er ins Feld geht, was er da tut oder wie er sich in die Hingabe, ihr kennt das Wort Hingabe, ja, da fängt die Hingabe an. Ihr seid dann auch die Retter, ohne aufopfern Täter oder zu sagen, naja, das ist Schicksal, das ist Seins und ja, bla bla. Oder ja, das kann ich jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe jetzt ein wichtigere Themen. Oder, ach ja, ich muss erstmal eine Checkliste herholen, die habe ich jetzt nicht da, ich bin jetzt irgendwo im Land, die habe ich jetzt in meiner anderen Wohnung, also ich kann jetzt nichts tun. Hallo, nein, das ist nicht, das sind Ausreden, aber es ist auch Unwissenheit. Und die Menschen wissen nicht, was hier geschieht und haben das einfach verlernt und zum Teil verlernt und zum Teil überhaupt nie gelehrt bekommen, dieses Wissen gar nicht vermittelt bekommen und dann auch nicht in einer Gemeinsamkeit oder Mensch, der dann da ist, so halt in dem Fall war die Großmutter da und ich den Glauben daran überhaupt nicht in Zweifel gesetzt hat, aber auch nicht manipulierend. Ich wusste nicht, ich habe nicht gesagt, oh, ich rette das Baby, ich bin so cool. Nein, ich kann das nicht, das ist eine göttliche Entscheidung. Und auch von dem Baby selbst, ihre Seele, das Göttliche, hatte da mit mir gesprochen. Wir waren im Austausch. Ja? Und in diesem Gespräch ist es geschehen. Ich kann es dann nur mitteilen. Ja? Aber das ist diese Hingabe und dieser Glaube und dass es halt wirklich die Möglichkeit ist, wenn ein Dritter oder andere nicht dran glauben, nichts wissen, macht es nichts. Ja? Und da hilft kein Gescheitreden, da hilft keine Methode, die ihr gelernt habt. Nichts hilft da mehr. In dem Moment nicht, das seid ihr gefordert. Habt ihr das verinnerlicht? Lebt ihr das? Glaubt denn das, was ihr liest, predigt oder euch aufnimmt? Oder ist es nur ein Kopfwissen? Genau hier kommt es zum Tragen. Und das ist so machtvoll und so kraftvoll. Und egal in welcher Situation jemand kommt, egal welche Nachricht ihr bekommt, du kannst sie bewerten, beurteilen. War schon wieder eine negative Nachricht. Das bewertest du. Wenn ein Mensch eine Nachricht zu dir kommt, kannst du sagen, wow, der schreibt, so geht's ihm. Das kann eine Sekunde sein, das können zwei Sekunden sein. Du bist mit ihm im Feld, machst was, legst die Hand auf, sprichst ein Wort, das dir gegeben wird, die Hand auflegen, wie es dir gegeben wird und nicht, wie du eine Methode gelernt hast. Jetzt muss ich aufs Herzchakra legen, dann auf das linke und auf sonst irgendwelche Punkte. Gar nichts. Ja. Das Göttliche, der göttliche Verstand, das göttliche Sein in dir, angebunden an diese göttliche Quelle, führt und lenkt dich. Ja. Und das ist dieses Vertrauen, das ist die Basis der Heilung. Und das ist so wichtig und das ist so wesentlich und ich weiß nicht, wie ich das da näher bringen kann. Ich möchte so viele aktivieren, dass sie aus dem Stress herausgehen und das beginnen zu leben. Und natürlich braucht es ein Fundament, ein Wissen, klar. Und schau, egal wohin du gehst, das ist doch völlig egal, wird es dir so näher gebracht, dorthin begleitet, gelehrt im Sinne von, dass das machbar und möglich ist und was, wie du da hinkommst, um das wieder, dieses Vertrauen in dir zu haben
und diese Möglichkeit dann auch zu nutzen und nicht liegen zu lassen. Nicht liegen zu lassen, du tragst auch mit Verantwortung. Wenn du sagst, geht mich nicht an, ist das Schicksal vom anderen, Karma von anderen, der muss leiden, ah, das Göttle sagt, der muss jetzt da durch, hat einen Prozess. Okay, der muss das jetzt auf sich nehmen, der trägt das Leid der Welt, das Kreuz, das Leid der Welt auf sich, ist ja alles nicht wahr. Das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Und wegschauen dient auch nicht. Und niemand kann davon galoppieren, sagt, ich bin so göttlich und die anderen geben mir nichts an. Haha, ich gehe jetzt in, in diese neue Welt und mit der Ausrichtung... Steht dann noch vor der Tür, sagst du, zurück, gib den anderen die Hand. Die Freiwillige, also du kannst niemanden zwingen. Ich rede jetzt hier wirklich von dem, es kommt auf dich zu. So wie die Großmutter mit dem Baby, aber auch andere Situationen, wo Menschen auf mich zukommen und in einer Notsituation sind, und da wirklich dann die Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen und in dem wird man wirklich reagiert, ja. Und jetzt fragt sie auch, was jetzt mit dem Wertschätzungsbeitrag zu tun hat. Ab und es kann auch immer vorkommen, dass da kein Wertschätzungsbeitrag einfach ist. Es wird einfach anders gegeben und du bekommst ganz anders die Wertschätzung. Und dann ist aber auch die Form, wie bei der Großmutter, dass sie das so wertgeschätzt hat, anerkannt hat und mir einen Beitrag geschenkt hat, gegeben hat. Das ist so ganz... Also daran darf es nicht gemessen werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Oder sagen, ah, du hast mich nicht auf PayPal überwiesen, ich kann dir jetzt noch nicht helfen. Und wo man jetzt so im Leid ist, sagt, okay, nein, du, das kostet 600 Euro. Und wenn das jetzt nicht, und der sagt, das habe ich aber nicht. Und erzählt das ganze Leid und also, das gehört alles am Sterben. Und du sagst, nein, jetzt kannst du 600 Euro nicht zahlen. Nein, weißt du, es muss der energetische Ausgleich sein. Also es ist keine göttliche Ordnung, wenn du irgendetwas daher plapperst. Also habt ihr in der Tiefe nicht verstanden, weil es also nicht du, irgendein Mensch, irgendwelche Menschen, die da nicht in diese Liebe drinnen sind, ja, die von Liebe reden und so viel Wissen haben, nicht in das praktiziert, lebendig, nicht mit diesem lebendigen Wort unterwegs sind, mit diesem lebendigen, sich die Zeit schenken, den Austausch im Miteinander, dass es lebendig wird. Lebendig ist so dieses Heilige, das Göttliche, wo wir uns ja dann nicht so kümmern müssen, wie ich das mache. Ja? Das wird ja gegeben, auch bei der Heilkommunikation. Es ist auch total praktisch. Das Göttliche hat mir genau gesagt, Gott, wie ich das machen soll, verwende die und die Kommunikationsmodelle und so kannst dann die Menschen dorthin führen. Ganz praktisch, die habe ich nicht gekannt, die habe ich mir heute dann angeeignet, aneignen dürfen, auch ein bisschen von außen hingeführt über andere Bildungsträger, wo dann ich die Kommunikation unterrichtet habe. Ja? Wäre nie auf die Idee gekommen, da einen Zusammenhang zu erkennen. Wie denn auch, ja? Aber es ist dann das ist dann diese Führung, dieses Gegebenwerden, dieses Lauschen, dieses Hören, ja. Das ist dieses spezielle Hören. Also du hast die Macht und die Gabe, Heilung zu aktivieren, wenn du glaubst an das, ja, was du oft hörst, was du liest, von der Schöpfung, weil es mit der Schöpfung geht ja oft auch so, wir schöpfen alle Licht und Liebe, ein großes Haus, ein kleines Auto, ein großes Auto, das und das und das. Ah, den anderen geht es nicht so gut, geht nicht, oder musst erst das bezahlen oder zuerst das tun. Das bitte lass das sein, das ist wirklich ungesund, das ist wirklich, wirklich eine Falle und die dich auch von dir wegbringt, von dieser Gabe. In dem Moment, wenn Nachricht auf dich zukommt, wenn ein Mensch dich um Unterstützung fragt oder um Hilfe, auch ein Mensch, der irgendwo krank liegt, der muss nicht glauben, der muss weder spirituell sein, noch irgendeinen anderen Glauben haben, noch an Gott glauben, es ist völlig egal. Und da muss gar nichts, ja. Du, weil die Botschaft zu dir kommt, hast die Möglichkeit, ja, wenn du glaubst, wenn du an das glaubst, was du sonst vielleicht auch anderen erzählst, wenn du an das glaubst, ja, geschieht die Heilung für einen anderen, der auch nicht glaubt, nicht spirituell ist, nicht, keine Ahnung, was da alles so erwartet wird und vorausgesetzt wird. Es ist völlig egal. Ich rede dann jetzt nicht nach der Heilung, mit der Möglichkeit, Bewusstsein,
schauen, was darf im Leben geändert werden. Denn wenn auch eine Heilung geschieht und etwas Tolles passiert und der sich dann wieder irgendwas unwissend zuführt, wo er dann in diese Krankheit fördert, ja, das ist dann nicht so günstig. Das heißt dann auch, meistens wird es Menschen auch offenbart, dass sie auch Unterstützung bekommen. Was ist ihnen, wird ihnen gegeben, dass es ihnen gut tut, ganzheitlich. Das ist ganzheitlich, ist wirklich Erde von der Medizin her, von der Schulmedizin, Homöopathie, von irgendein Schulung, Seminar, Weiterbildung, was die Persönlichkeit wirklich dir, dich offenbart und näher bringt. Und du dein ein neues Wissen erlangst, dass du lebendig beginnst, in dein Leben zu integrieren. Ich spreche hier wirklich von zum Teil von Notsituationen und wirklich, wenn jemand so wirklich schon, ja, so wie halt die Nachricht auf dich zukommt. Über Dritte, ich hab da eine Menge von Beispielen, wo auch eine andere Frau auf mich zugeht und sagt, sie hat so ein Gefühl, ich habe da so einen Freund und dem geht es nicht gut und sie übernimmt das und auch jetzt in dem Fall der Wertschätzungsbeitrag, es gibt aber auch ohne tatsächlich auch das Beispiel und hat gesagt dem Mann, aber ich kann das nicht machen. Ich sage, okay, danke, wer ist das so und so? Und dann sind wir ins Gespräch gegangen, der Mann war sofort da und den habe ich dann 3 Tage immer wieder begleitet und ist auch in der Nacht dann aufgetaucht und der wird aus dem Körper abhauen. Mir reicht es, ist alles zu viel. Der war echt total gefordert. Der war so, war echt, das war so ein Leid und der wollte nicht mehr, ist ihm aber gar nicht aufgefallen. Das war, hat sich schon so eingeschlichen und ich bin in der Nacht aufgewacht und habe wirklich so ihn an den Beinen gepackt, sage, hey, du bleibst jetzt da, du haust jetzt nicht ab, du hast die Möglichkeit. Weil ich habe auch ihn gesehen, er hat das Potenzial, er hat diese Größe, dieses Göttliche, diesen Glauben, all diese Macht, ja, was ich zum Beispiel dann bei ihm gemacht habe, sage, hey, du brauchst nicht gehen, du kannst es verändern, ja, und an einem Teil war es halt einfach zu viel, die Herausforderung zum Gericht zu gehen, die Ex-Frau mit den Anklagen, mit den Kindern und so weiter, ja, es gibt einfach einen Zeitpunkt, wo es Menschen einfach zu viel wird, daher kommt er zu dir oder zu jemandem und dann ist es nicht deine Aufgabe zu bewerten und abzuwerten, sondern zu handeln, zu tun. Und wenn du das nicht kannst, dann auch weiterzugeben, einer Vertrauensperson, wo du weißt, das Gefühl ist, okay, die ist diesen reinen Glauben, dieser reinen Hingabe und lass gegeben und was geschieht, geschieht ohne Manipulation, nicht heilen wollen. Ja? Und der Mann wollte abzischen und ist dann nicht, sagt, nein, du bleibst hier. Also das ist im geistigen Feld, also im Feld, ja, also nicht jetzt in der Materie, nicht hier, also, da war. Und dann war auch so da, dass ich mit ihm ins Gespräch gehe, nicht jetzt über die eine Frau. Dann habe ich es einer Frau erzählt und habe ihn angerufen und gesagt, ja, ich habe das dann bla über die und die. Und der sagt, ja, ich weiß, hat sie mir erzählt und sage, wie geht es dir so? Sagt er, in der Nacht hat er so ein Erlebnis gehabt, er ist so aufgewacht, er hatte so Herzstechen und er hat schon gedacht, er geht von der Erde und dann war irgendwas da und hat dann alles so erzählt und ich habe dann geschmunzelt und sage, ja. Also in dem Fall habe ich das gesagt, sage, ja, ich war da und habe mit dir ein erstes Wort geredet und so geht das nicht. Und jetzt geht er in deine Verantwortung, weil in die Verantwortung war das so göttlich gemeint, weil er all das Wissen hatte, all den Glauben und er war halt kurz in diesem Drama, in dieser Verzweiflung drin, dass er eben sagt, ich gehe, mir reicht es, ich kann hier nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr allein. Und da geht es und da hat Gott ihn jemanden an die Seite gestellt, das Göttliche. Und um das geht's, versteht ihr? Versteht ihr, um was es geht? Versteht ihr das? Ich bin total berührt, da kommen die Tränen. Wirklich unterscheidet wirklich diese leeren Wortenergien und Worthülsen und dieses Blabla, sondern es ist wahrhaftig und hier geht es nicht zu urteilen, ach der. Und wie gesagt, man spricht dann auch ganz anders. Man spricht in dem Moment mit dem Menschen, wie es gerade gegeben ist, mit dem war im so, sage ich, hey, du gehst nicht und du nimmst jetzt die Verantwortung. Er hat auch gewusst, sagt er, klar, hat dann auch gelächelt und sich bedankt. Und ja, das ist, keine Gabe nur, wenn man sagt, ah, da hat die Sophie eine Gabe. Ja, das ist
Ich bin jetzt vorsichtig allen Menschen gegeben, weil es damit zusammenhängt, in welchem Glauben, in welchem Bewusstsein bist du, wem oder was glaubst du und wie interpretierst du die Dinge, die du hörst, auch jetzt aus anderen spirituellen, esoterischen, nicht esoterischen, esoterisch, ja, heißt es so zwei. Das klingt so komisch für mich, wenn ich es ausspreche, hat das so einen eigenartigen Klang. Muss ich echt lachen, entschuldige. Hast du da ein Fundament und diesen Glauben, genau, das sind wir jetzt wieder, diesen Glauben an das, was du oft hörst und manche Dinge bejahst, aber dann doch so viel interpretierst oder herausnimmst, dann sagst du, da traue ich mich nicht. Wenn du da nicht drüber traust, dann bist du ja im Kopf und im Unglauben und willst etwas methodisch machen, aus dem Kopf heraus. Dann ist auch gut, wenn du es sein lässt, dann ist es gefährlich. Ja. Oder ja, es ist einfach, wenn da Menschen heraus andere heilen, ist nicht so praktisch. Es ist ungesund. Ist besser, du lässt es dann sein, wirklich. Und schaust, wie du dich stärken kannst, nähren kannst. Das Wichtige ist nur, dass du nicht bewertest und dich auch nicht bewertest. Sagst, okay, ich darf mich da noch in dem Ganzen mehr ins Vertrauen kommen, stärken, erleben, anderen zuhören, wie sie es machen, auch in dieser ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung. Also die Heilkommunikation ist, kannst du sehen, wie du es magst. Du kannst hingehen, in welche Institution du auch magst, ja. Wo dir genau das gegeben wird und gestärkt wird, dass du diese Möglichkeit hast. Egal welchen Beruf du hast, ob du jetzt Friseurin bist, ob du Architektin bist oder Architekt, ob du Mediziner bist, ob du Krankenschwester bist, ob du Rauchfangkehrer bist oder Mechanikerin oder Mechaniker, es ist egal welcher Beruf. Das hat nichts mit dem Beruf zu tun. Also, jetzt muss ich spiritueller Coach sein oder so. Gottes Willen, nein. Es geht einfach um dich. Dieses Herzwissen, dieses göttliche Wissen, was du da noch aus dir heraus, mit dir, auch wie du deinen Beruf lebst, wie du deine Familie, mit deiner Familie lebst, wie du dein Leben lebst, mit welchen Menschen, an was glaubst du? Und wie gehst du weiter? Wie entwickelst du dich? Wie entwickelst du dich in dieser Persönlichkeit? Welchen Lehren folgst du? Was nimmst du auf? Und wie kommen sie in deine Lebendigkeit? Ja, wie erlebst du es? Die Wahrheit ist immer, da kannst du wirklich an der Wahrheit erkennen, es geschieht was. Es geschieht dann wirklich sehr schnell etwas im Außen. Im Leben. Also der Mensch gibt da eine Rückmeldung, gibt ein Feedback. Es ist wirklich dann da, wenn der andere, wenn im direkten Gespräch ist, auch daran glaubt und es nicht zerstört. Oder ein Mensch, der schon hilflos ist, gar nicht mehr kann und über einen Dritten zu dir kommt oder einfach über den Dritten, ja, dass auch du sein kannst, du siehst das, die Nachricht kommt zu dir, kannst du die Heilung aktivieren, ohne zu wollen, ohne es zu machen, sondern okay, innehalten, was wird dir gegeben. Ob du jetzt gehst, ob du Auto fährst, ob du gerade beim Essen kochen bist, du musst sagen, jetzt muss ich aufhören und jetzt weggehen und eine Sitzung machen und mir in Meditation bringen, überhaupt nicht. Du kannst gehen zu einem Termin, du kannst mit der U-Bahn fahren, mit der BIM fahren. In dem Moment, ein Augenblick reicht und du bist dabei und wups, läuft etwas und dann fühlst du, wow, das ist jetzt geschehen. Und du weißt das Ergebnis. Aber nicht von Kopf her, weil du siehst, weil du es wahrnimmst, weil das Göttliche dir zeigt, anderen Menschen. Ja? Wenn es nicht die Möglichkeit ist, dann kommt es auch gar nicht zu dir. Das ist auch wichtig. Und ja, da gibt es noch ein paar Unterschiede. Und dann auch, wenn man so geführt wird. Ich wurde auch einmal geführt zu einem Menschen, den ich eigentlich nicht kannte, den ich getroffen habe. Ich war laufen, habe mein Rad abgestellt und bin laufen gegangen. Und mir ist beim Laufen ein Mann entgegengelaufen, also vorbeigelaufen. Und da war ein Kontakt. Also kein Kontakt, aber es war ein Kontakt. Und also nicht im Reden, es war ein Kontakt, gefühlt, im Feld, im Energiefeld, im Geist, im Raum, ja, in diesem Göttlichen. Und ich wusste,
da wird noch was geschehen und wir werden noch kommunizieren. Das wusste ich. Und bin dann weitergelaufen und er auch fertig. Ich bin zurück zu meinem Rad und auf meinem Rad war dann ein Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer. Und das war's. Und ich wusste, dass es dieser Mann war. Dieser Mann wusste auch, dass das mein Rat ist, gar nichts. Das ist alles, wie sich dann das fügt. Ich sage, es fügt sich. Ich wusste es einfach. Und habe dann auch geschmunzelt. Und das war's. Und ich habe dann irgendwann mal die Tage dann angerufen, wie es dann halt da war, wie es gefühlt habe. Und habe mit ihm war in Kontakt. Und wir haben uns dann irgendwo getroffen und glaube ich weiß es jetzt nicht mehr, aber eine Runde spazieren gegangen sind und ein bisschen geplaudert haben. Kann sein, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und er hat dann erzählt, wo er ungefähr wohnt, also auch im gleichen Bezirk in Wien, wo ich war im dritten, damals in der Lichtstätte und die Nähe, das war's, ja. Ich wusste nicht wo, ich wusste seinen Nachnamen nicht, ich wusste gar nichts weiter. Ja. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob wir dann im Gespräch waren und telefoniert oder ausgetauscht, egal. So, es verging auch Zeit, ich weiß auch nicht, wann. Es ist schon ewig her, deswegen auch noch einmal so, dass ich es nicht ganz genau jetzt euch da Details liefern kann auf der Zeitlinie. Und das war dann so, dass ich irgendwann mal eines Tages dachte, okay, jetzt geh raus und was soll ich tun? Also okay, Gott, führ mich und lenke mich. Ich spreche dann oft so intuitiv mit dem Göttlichen. Und dann bin ich so mit dem Auto, habe ich ins Auto gesessen und sage, okay, Auto, fahr du mich, führ du mich. Ja? Also Gott ist ja dann auch das Göttliche, führt dann auch eben so. Und ja, und da bin ich gefahren und habe so gefühlt, ja, nein, aha, ja, schon, ja, nicht. Und dann habe ich plötzlich ein Bild bekommen, um es konkret zu machen. Ah, jetzt gehe ich dort in das Kaffeehaus und werde dort einen leckeren Cappuccino trinken und passt. Und dann schauen. Und dort wird es, ja, mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch gehen. Ich lasse mir es einfach gut gehen. Das war dann so da. Das heißt, so hat das Göttliche mit mir gesprochen, ganz klar Fakten gegeben. Und dann bin ich dorthin gefahren, weil dann hatte ich ja plötzlich ein Ziel. Ich, schauen wir mal. Und genau dort war ein Parkplatz frei, habe ich eingeparkt, habe hinübergeschaut. Also es waren 2 Meter zu dem Café. Die Leute sind draußen gesessen. Und halt, aber da fühle ich nicht so wirklich, aber da ist was. Ja. Und dann kam so dieses Fühlen. Und ich meine das jetzt schon ein bisschen weiter, ja, dieses Fühlen. Und dann habe ich so, ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Dann habe ich so umgedreht und habe immer zu seinem Haus hingeschaut, immer so hingeschaut. Und plötzlich ist mir da eingefallen, dieser Mann. Und ich denke, ah ja, der wohnte da irgendwo in dieser Gegend. In dieser Gegend. Ein Umkreis von ein bisschen mehr Häuser. Und das war's. Und ich bin stehen geblieben, bin da nicht ins Café. Und habe geschaut und habe geschaut. Und dann bin ich hin zu dieser Tür, habe da so ein Haus wahrgenommen. Und es hat mich so angezogen wie ein Magnet. Ich bin immer hin zu dieser Tür. Und habe auf die Glocken geschaut, aber da nichts entdeckt. Dann bin ich wieder weg, dann bin ich nicht reingekommen, weil das war so gesperrt. Und dann habe ich gedacht, okay, was soll das jetzt? Und dann bin ich wieder hin und dann, dann habe ich den immer mehr stark wahrgenommen im Feld, ja, diesen Mann. Und der war dann so präsent. Und dann dachte ich, okay, jetzt schauen wir, wie wohnt der da wo? Ja. Und dann ist jemand dorthin gegangen, hat die Tür aufgemacht. Ich bin dann schnell hingerannt und bin dann auch da rein, also durch diese im Außen, das so verschlossen ist, dass man sonst nicht reinkommt. Und bin da rein, einfach so diesen Impuls gefolgt und den ersten Stock hinauf und bin an der Tür stehen geblieben und da habe ich geläutet. Ich weiß auch nicht warum. Und da habe ich geläutet und nichts hat sich gerührt. Ich habe nicht stumm geläutet, habe gewartet. Und es hat ewig lang gedauert vom Gefühl her. Und ich bin gestanden. Plötzlich hat jemand aufgemacht. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Dieser Mann stand vor mir. Und er war ganz erstaunt. Und ich auch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt da und jetzt komm, hast Lust, geh mal was trinken. So hat das Göttliche gesprochen. Sagt er, ja, okay, warte, ich komme gleich. Ist wieder weg
Ja, und das war's. Und hat auch ein bisschen gebraucht, hat sich dann angezogen, umgezogen, was auch immer. Ja, und da sind wir raus, haben so ein bisschen geplaudert, also ich habe es über den Alltag und bla bla. Und sind dann ins nächste Lokal, in ein anderes Lokal gegangen und auch dort dann was gegessen. Und dann haben wir geredet über alles und nichts. Und dann hat er erzählt, weißt du hast mir jetzt das Leben gerettet. Ich wollte mich gerade umbringen. Selbstmord. Und dann hat es geläutet und es hat mich so verwirrt und deswegen habe ich so lange gebraucht. Und ja, und jetzt und dann eben, das war's. Versteht ihr? Und da war dann auch kein Wertschätzungsbeitrag. Okay, du zahlst mir jetzt diese völliger Blödsinn, ja. In dem Moment, das war ganz was anderes. Und das ist so etwas, was gerade in der Heilkommunikation auch dann so ein Hinführen ist. In der Heilkommunikation ist eine ganz andere Basis da. Aber diese göttliche Kommunikation, diese Kommunion, wie ich es auch nenne, die so praktisch ist, da nutzt keine spirituelle Richtung. Kannst da 1000 Seminare besuchen, wenn du da nicht etwas in dir einen Glauben, in dir etwas tiefer erwächst und wirklich weitergehst, was ich in anderen Videos schon gesagt habe, die Macht des Wortes auch. Und wo bist du unterwegs? Nimmst du viel auf? Bist du so Konsumentin? Geben, geben, nehmen, nehmen, nehmen und gar nicht ins in die Tiefe zu gehen, dann wird es. Wirst du da dich auch vielleicht unsicher fühlen und nicht wissen, wie du damit umgehst. Und wie gesagt, wenn du unsicher bist, im Zweifel ist auch besser, du lässt das. Das habe ich auch in der Macht des Wortes, auch die Kraft, auch dieses Heilen oder Tun, diesen Zweifel tun oft Menschen, heilen, heilen, aktivieren und richten auch ganz viel an, weil es eben da dann wirklich so das Ungute, dunkle Energie, also das, was halt krank macht, noch unterstützen, statt das Gesunde fördern, aufgrund ihrer Unsicherheit und das nicht einzugestehen, ich bin zu unsicher, ich traue mich nicht, lass mir es bitte sein. Also das ist dann oft sehr viel in dieser Egomanie und auch in diesem Schnellsiedeverfahren irgendwie von Wochenende eine Ausbildung machen und dann schon auf die Menschen losgehen. Wow, ich bin unglaublich. Also, wo ist da die ganze Selbstreflexion? Wo wird der Glaube gestärkt an das? Wo wird dann auch mit begleitet, wenn Dinge auftauchen, die dich vielleicht auch erschrecken, auch so ungute Dinge oder wo es wirklich so um was geht und du da noch nicht sicher bist? Wo ist da jemand, der das jetzt dann auch lebt, versteht und dich da die Hand reicht und da begleitet, dass du da weißt, wie du dann umgehen kannst? Und wie du dann in deine eigene Erfahrung kommst, in deine eigene. Denn das, was ich dir erzähle, das ist jedem Mensch dann ganz speziell gegeben. Das kann man dann erzählen. Ich kann diese Beispiele erzählen. Aber dann, wie es dann abläuft, ja, dann bist du gefragt. Und das ist dieser Weg, ja, wo eben ein Fundament da sein muss und das immer wieder praktiziert werden. Man kann nicht sagen, ich habe es jetzt einmal gelernt und Punkt, ja. Und aufhören und das nächste her. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja, aber das ist eben, also diese Beispiele, so Leben zu retten. Und dann gibt es aber auch andere Sachen, die sind da nicht so in der Tiefe, aber auch dein Glaube geschehe. Das ist so wirklich genial. Ich bin keine, die die Bibel gelesen hat und so, aber es ist einfach alles so, taucht einfach so auf im Feld. Und es ist so wichtig und ich erkenne einfach so, wie viel das einfach missgedeutet worden ist durch schmerzhafte Erfahrungen, was da eben auch gewisse theologische oder religiöse Richtungen angerichtet haben oder auch spirituelle Richtungen an oder die sich Lichtarbeiter genannt haben, was die dann aufgrund ihrer Unwissenheit oder Arroganz und Überheblichkeit dann angerichtet haben und wo viele sich davon dann abgewendet haben, ist ja verständlich, hätte ich auch gemacht, ja, ich gehe mit so Menschen auch nicht in Kontakt, das will ich nicht. Ich hüte mich auch, so einen Menschen an mich ranzulassen. Es kann passieren, es ist mir schon passiert, ja, dem ich jemanden dann vertraut habe und gesagt habe, bitte mach das nicht. Ich spreche dann aus, bitte mach das nicht. Und diejenige hat das genau das gemacht, was ich gebeten habe, nicht zu tun. Ja? Und dann laufen sie davon und schreien und dumm und sind dann noch beleidigt und dann projizieren sie dann auch, dass halt, ja, in dem Fall ich dann na, diejenige bin, was ich was alles. Ja? Und daher ist auch hier ganz wachsam zu sein, wenn man
das schon einfordert und ja, es können die Menschen das dann halt dann auch hier einen Missbrauch tätigen. Das ist ganz eine wichtige Botschaft, wie Heilung geschieht. Noch ein Beispiel, auch wenn etwas vom Gesetz da ist. Und ich habe da mit einer Frau so, immer so Sitzungen gemacht, also bei mir. Und dann ging es auch um wirklich etwas vom Gesetz her, dass sie da die Bewilligung bekommt, dass ihnen das gegeben wird. Und das ist aber nicht manipuliert, wenn es dann so da ist. Es wird dann so gegeben. Also in dem Fall wurde es mir so gegeben, ja, bei ihr, das ist wichtig, dass sie es bekommt und dass sie damit in die Welt hinausgeht und ihren Beitrag leistet. Es war einfach so da, es wird ihr dann gegeben. Das ist so die Hingabe, das Wort, die Möglichkeit, ganz praktische Dinge. Auch so wie gesagt, lieber auch erzählt in anderen Seminar wegen dem Schulz von Thun, das ist ein Kommunikationsmodell. Ganz praktisch kann oft einmal für die Persönlichkeitsentwicklung hergenommen werden. Oder ganz andere praktische Dinge, dass jemanden einfach hinfahrt, mit ihm essen geht, ja, ohne zu wissen, dass man nebenbei das Leben gerettet hat, ja, dass dieser Selbstmord nicht vorgesehen war, das war seine Verzweiflung. Oder beim Baby, ja, versteht ihr? Manche Heiler sind ja so speziell, die sind so speziell, dass ein Mensch, der Hilfe braucht, zu ihnen kommt und sie können es aber gerade nicht, weil sie woanders drinnen sind und nicht an anderen empfehlen und sagen, okay, dorthin zu gehen, sondern weil sie selber nicht können, aber das nicht eingestehen, weil sie so gut sein wollen, die auch sagen, das ist dein Schicksal. Okay, wenn die jetzt stirbt dann, und dann anderen das noch sagen, ja, wow, ich bin da oft sprachlos. Nein, ich bin ja nicht sprachlos. Traurig. Und dann gehe ich, hallo, bitte, wachet auf. Ja? So wie der Online-Kongress mir auch geheißen, weibliche Spiritualität und Heilkundkürzung heute. Wache auf und lebe jetzt. Das Weibliche bezieht sich genau auf dieses Mitgefühl, dieses Empathische, dieses Fühlen, dieses ins Leben, dieses Lebendige ins Leben bringen. Nicht nur das Männliche, dieses Wissen, das Fundament, sondern dann das lebendig werden lassen, das alles das zu gebären. Dem Leben einzuhauchen, dem Wissen, ja, und dann so da Vertrauen gewinnst. Und das ist so essentiell, was ich da jetzt wirklich euch weitergebe für einige, die da sagen, ja, ein Ja zu dem und zumindest das Wissen immer schon da ist und das ist tief fühlen, es ist möglich und dass du weißt, dass du die Möglichkeit hast, entweder zu vermitteln oder eben selber zu handeln, zu tun, führen zu lassen. Wie du, ob du jetzt Hände auflegst, ob du beim Gericht anrufst, ob du jemanden mit zum Gericht begleitest, ob du für jemanden das Wort erhebst. Weil er nicht kann oder sich nicht traut, dann ist, ach, das muss er mal lernen, der ist schon alt genug. Wow, was für viel Blödsinn, ich sag's euch. Meine Güte, da ist schon einiges daneben gegangen. Es geht wirklich darum, oft ist auch für einen Menschen, der gerade selber nicht kann und aus welchem Motiv noch immer. Und ja, dass du das Wort für immer hebst. Also ich habe auch schon mit Jugendlichen, wo ich zu Gericht gegangen bin, bin keine Anwältin, aber das Göttliche hat diese Gerichtsverhandlung geführt und ich konnte einen Jugendlichen befreien, weil es in der göttlichen Ordnung war, weil ich es nicht mache. Gehe nicht hin und sage, ich bin so super und manipuliere jetzt. Nein, ich weiß gar nicht, was geschieht. Ich weiß nur, aha, ich spüre die Kraft und die Stärke und die Macht. Und dann, okay, und jetzt geh hin und mach, ohne zu wissen. Ich wusste nicht damals, wie ich mich bei Gericht verhalte. Das war meine erste Erfahrung. Und da vorne sind irgendwelche Anwälte gesessen, Richter und so. Und ich bin mit dem Angeklagten hinten auf der Bank gesessen. Und ja, ich habe dann immer dazwischen geredet und sage nein. Aber es war, wie es gegeben war, nicht vom Kopf, nicht gemacht, nicht. Diese Schulung gibt es nicht. Die Schulung ist eine andere, um genau dorthin zu kommen. Und der Richter hat mich dann ermahnt und dann eben dann aufgeklärt,
dass man, wenn man sagen muss, die Hände heben und dann gibt er ihnen das Wort. Und sage, ah, so läuft das hier. Und das ist aber aus mir herausgeschwupst. Und irgendwann habe ich dann auch beim Richter in den Augen diese Strahlen gesehen, dieses Lichtvolle. Und wusste, jetzt kommt die göttliche Ordnung. Jetzt geschieht es. Es ist alles gut. Und da gilt aber, ich war dabei. Nicht er. Der junge Mann wusste nichts. Und es ist auch nicht wichtig. Und er muss auch nicht wissen, was da im Feld und was so abläuft. In dieser nicht sichtbaren Welt. Und welche Kommunikation, die Reinheit. Wo ich immer wieder spreche von der direkten Kommunikation, von dieser Reinheit. Ja, das ist ganz wichtig. Also da kann ich euch Beispiele erzählen. Mega viele. Und die sollen euch motivieren. Und auch die bei mir jetzt eine schöne Heilkommunikation waren oder Lichtkommunikation, sich wieder daran zu erinnern und da tiefer zu gehen. Und dass sie. Der Unterschied ist dann wirklich so, es zeigt sich wirklich ganz real. Wenn sie beim Annex tut, ihr habt oft immer so liebe Bekannte oder so Freunde, die auch so in diesen Richtungen sind, also Ausbildungen, nicht in der Richtung. Ausbildungen machen und mir damals ins Gespräch geht oder sage, man kann es nicht nur mehr schauen bei mir oder ich sehe was nicht, ja, da ist nichts, da fühle ich keine Kraft, da fühle ich gar nichts, das ist einfach nichts, das ist vielleicht schön geredet oder ja, interessant, so Annahmen, aber das ist einfach nichts, es geschieht nichts, es ist danach nichts geschehen, einfach nichts, gar nichts, ja, und so leer, das ist sogar ungut, ja. Ja, das ist der Unterschied. Das lebendige Wort, das ist wirklich, das wird echt gefühlt, das ist Macht, es geschieht was. Es kann sein, wenn eben die so gebildet sind, die so viel Wissen haben und so viele Methoden, dass das Wort dann nicht ankommt. Ja, das ist aber dann auch, der kommt oft gar nicht oder will schon, du kannst mir einmal schauen und mir helfen, aber sie fragen nicht wirklich nach Hilfe und Unterstützung. Und dann fängst du an zu tun und sagst, nein, oder das kenne ich ja schon oder nicht so. Die wollen dann doch total das Göttliche belehren, wie es Göttliche tun soll. Oft ist es ihnen zu praktisch, ist es nicht so exotisch oder so. Oder wird kein Mantra gesungen, keine Ahnung, ja, was da so. Oder ein Kristallbett, auf das sie sich dann legen und dann ein Bild von einem Guru, das dann angebetet wird oder so. Wenn das oft nicht vorhanden ist für die, dann haben sie schon einen Stress. Dann hören sie das Göttliche gar nicht, ja. Und dann kommst du her mit so ganz einfachen Möglichkeiten oder wo es in Sekunden, das ist ja auch genau der Punkt. Deswegen, ich wollte das wieder schon beenden, aber irgendwas war noch da. Diese Sachen geschehen dann oft in Sekunden. Ein Gedanke, es gibt eine Lichtgeschwindigkeit, in Gedankengeschwindigkeit. Busch, und dann war es getan, ja. Und das war's dann. Und es ist geschehen. Und das andere wirkt sich dann eh, weil das Göttliche hat dann, ist in Wirkkraft. Ärzte oder was ich weiß, das ganze Team organisiert das eh alles, ja. Also dann ist es nicht mehr, dann ist es getan, ist nicht mehr notwendig, so künstlich damit reinzugehen, nur wenn es dann da ist, aber nicht so künstlich, ja. Und dann das etwas so künstlich in die Länge zu ziehen. Und das ist auch dieser Mehrwert, wo auch viele Menschen ein Problem noch haben, dann für so etwas auch einen Wertschätzungsbeitrag zu bezahlen, weil das war ja dann Push, ja. Die Menschen bezahlen ja gern die Zeit. Ah, das hat jetzt 2 Stunden gedauert, 1 Stunde. Ups, ja, das ist was wert. Also da aus diesem Zeitwert herauszugehen, es ist das größte Geschenk für mich, wenn ich jemanden dafür einen Beitrag leiste oder bezahle, sag du, kannst du mal schauen, und dann macht das mit einem Wort, mit einem Satz und es ist gegeben und wow, ja, oh danke, jetzt sehe ich das wieder. Was war denn da jetzt los? Danke. Das ist so genial und so einfach. Für was etwas so künstlich machen oder ich weiß ja nicht, was man da alles noch so, ich habe das immer richtig so erlebt, wo dann so künstlich in die Länge gezogen worden ist, so richtig anstrengend und denke, okay, da kann jetzt schon aufhören, das ist ja alles gut, das ist ja nichts passiert, das ist ja schon geschehen. Das ist so, es gibt so unterschiedliche Verwicklungen und Verstrickungen, wo Menschen sich darin verfangen haben. Und da ist wichtig herauszukommen und das zu erkennen. Also wenn eine Nachricht auf dich zukommt, hast du das Potenzial, etwas zu tun, weiterzugeben an Dritte
oder in selbst in diese Heilung zu gehen, aber folge nicht deinem Ego, folge nicht diesen Anerkennungs, dieser Bedürfnis, dieser Anerkennung, dieser ungesunden Anerkennung, ich bin so gut, ich bin wer. Wenn, und dann fühlst du dich hilflos und verzweifelt, das noch zu unterdrücken und gibst dann, wisst ihr, die Macht des Wortes aus der Verzweiflung oder aus dieser Unsicherheit den anderen noch irgendwie etwas weiter oder ladest noch irgendwelche Energien, wo du die auf irgendwelche Energien einklingst, ja, und das noch ladest und gar nicht merkst, ja, was du da tust und anrichtest und dann geht es den anderen schlecht, sagst, naja, es ist der andere, sein Schicksal. Sein Karma, da muss er durch, er muss jetzt leiden, er muss jetzt warten und das darf jetzt nicht sofort erfüllend sein. Oh nein, es geschehe nach deinem Glauben. Also tschüss, ein bisschen wachgerüttelt hoffentlich euch, ja, und wir sehen uns wieder im nächsten Beitrag.